1. Yay, wir haben ein Foto. Ja, das stimmt allerdings. Champ macht sein, Zeug echt gut. Du bist der schrägste Superheld, den ich heute gesehen habe. Okay, ich folge dir. Noch einer. Woohoo! Barkeeper. Hast du keinen Namen? Okay, der Barkeeper heißt einfach Barkeeper. Kann ich mit dir auch? Nein. Hier hinten geht's weiter. Jetzt bin ich hier. PC Delta Mitgliedskarte. Und Geld. Seinem Geldbeutel. Unglaublich. Achso, stopp, da gehe ich nochmal rein. Und zwar, jetzt sitzt er an der Bar. Kann ich jetzt? Ja. Ich wäre bereit, dir in den sozialen Medien zu folgen. Heißt du das gut? Ja. Woohoo! Vielen Dank. Ich freue mich auf unsere bedeutsame und respektvolle Bitte. Eine explizite Erlaubnis. Wir sind schon Stufe 5 Social Influencer. Gott hat mir einen Auftrag gegeben, diesen verdammten Kater zu überleben. Behalte deinen Daumen halt für dich, Furznase. Hat die gerade Furznase gesagt? Das ist ein Mülleimer, den ich doch wählen möchte. Einige Tage alte Schrimps. Oh yeah. Dass das Mikro gefahrengut ist, das glaube ich instant. Shitty Fuck! Wir gehen da rein. Gern für einen Polizeianwärter. Was? Polizeianwärter? Achso, weil ich Superheld bin. Bob Brady. Guter Mann. Ein Erwachsener bin ich doch ziemlich hip, oder? Ein bisschen doof. Aber sonst? Ja, ist okay. Zu viel zu tun machen, Shitty Chicken. Andermal wiederkommen. Chicken. Neue Ware, direkt aus Orient. Das will doch keiner. Oh. War nur so. Kritische Treffer. Bündengesundheit. Aber das macht doch nichts, das Leben. Scharfe City Shrimps. Bestellung, bitte. Danke für Bestellung. Ich weiß gar nicht, was ich da eigentlich noch brauche. Ich glaube, die Tortilla. Packung mit Chichihun. Das wäre schon geil. Wir haben halt wieder keine 20 und will nicht schon wieder so viel verkaufen. Wobei. Einmal das hier. Wir haben doch so viel Zeug. Im Inventar. Wir haben die Flasche mit Orgasmussaft schon. Oh. Bin ich gerade auf Verkaufen? Nein. Gerade auf Kaufen. Nee, metabolische. Aber den da, das, die haben wir schon. Burritos haben wir auch so viele. Können wir auch mal wegen runter tun. Wiederbelebungsserum kann verkaufen auch mal ein paar. Ich weiß, ich kaufe heute echt viel. Lebensmittel. Ich glaube, die könnt ihr besser brauchen als ich. Warte mal. So. Ja. Kaufen. Da, Shitty Walk Spezialität. Warum habe ich bloß ja gesagt? Super scharfe Shitty Shrimps. Durchgereift Käse. Aber dahin. Ich gehe ja auf die Artefakte. Wir haben Gutes gekriegt. Da haben wir. Da würde nichts fehlen. Okay, das wollten wir ja schon nicht. Okay. Hier, wie schaut's da aus? Das ist halt ein. Ach, das macht auch, aber das macht kritische Treffer schon. Minus 6%. Ah, das ist. Warte mal, stopp. Die kriegen aber hier Gesundheit, Hirn und Mumm und Muskeln drauf. Machen wir.
Wir gehen nochmal dahin, verkaufen mal. Das würde ich gerne noch nicht verkaufen, aber das... Davon war ich schon weiter? Ich wollte gerade schon... Okay. Bis dann. Ich glaube, wir brauchen nicht wieder Geld. Und wir gehen mal ins Crafting. Schauen wir mal, was wir ein bisschen craften können. Jetzt könnten wir echt ein paar Mal craften, das Kinetsiegel. Wir können echt einiges paar Mal craften. Hier ist der Missionsgegenstand, da brauchen wir den Käse. Und die Tortilla. Ich glaube, wir craften das einfach mal durch. Weil wir müssen ja einen neuen Crafting-Rang kriegen. Also. Vollgas. Und dann verkaufen wir es einfach wieder. Dann haben wir auch wieder Geld. Wupp, wupp, ding, dong, dong. Wupp, wupp, ding, dong, dong. Okay, ich denke schon, dass wir genug Zeug kriegen. So, verkaufen. Artefakte, elf Stück. Haben wir wieder ein paar Dollar zusammengekriegt. Wir sind ein bisschen knickrig. Gerade bei einem Geld, also schaut es nicht so gut aus. Guck mal, da ist aber was. Was versteckt das? Chimbos Guns. Genau da gehört ein Kind hin. In Waffenladen. Haben wir auch gerade was gekriegt? Schauen wir mal rein. Willkommen bei der Wuhu! Nett. Hey. Ich war gestern Abend im Hippo und hab meinen Geldbeutel verloren. Wenn du ihn findest, kriegst du eine Belohnung. Hippo, 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 Hippo. Ach, das war das da. Ja, da können wir hingehen. Machen wir doch gleich, oder? Das ist vielleicht der Geldbeutel, den wir gerade gelootet haben. Hippo. Shitty Walk? Warum leuchtet hier die Sonne so? Ach, die leuchtet hier zwischen den Bäumen durch. Ich glaube, das ist der Geldbeutel hier. Das war's, Hippo, oder? Nee, eins weiter. Er war... Ach. Und ich habe da links noch gerade was gesehen. Aber das machen wir gleich. Sein Geldbeutel verloren. Denk nicht, dass er hier ist. Oh Mann, das Kind von gestern Abend, das mir den Drink versaut und der Bedienung kein Trinkgeld gegeben hat. Das ging jetzt schnell. Ich muss den Modus öfters nutzen. Und ich habe hier links was gesehen. Mal schauen, ob es das im Modus eigentlich auch anzeigt. Und zwar... Ja, aber ich glaube, da kann ich nichts machen. Nee, kann ich auf jeden Fall noch nicht öffnen. Oder interagieren damit. So, dann bringen wir mal ihm kurz den Geldbeutel wieder. Und holen das nächste Teil. Aber zu Chimpos war. Wie komme ich da? Ach, ich sehe da oben. Okay, ich glaube, ich kann mal schon denken, was wir dann alles können. Geil, du hast ihn gefunden. Hör zu, Selbstjustizler. Falls du mal ein Problem hast, ruf mich und Ned. Wir feuern dann so lange auf dein Problem, bis es keins mehr ist. Grüß dich, Neuer. Was kann ich für dich tun? Dörfgerät. Meisterschützen. Mann, ich brauche unbedingt so ein Selfie-Foto mit dem furzenden Patrioten. Jimbo, neuer Follower. Danke, kriegst einen Swipe nach rechts auf Kunstagram. Ich hab neue Ware reinbekommen. Schau dich um. Maguma, Magnum Dynam. Schallfeld. Bring noch mehr Verbrecher zur Strecke, Wunderarsch.
Das soll heißen, mache ich. Oder? Dein Kumpel Kyle hilft dir, hochgelegene Stellen wie ein Dach zu erreichen. Du musst ihn nur rufen. Er sagt es mir hier, aber ich komme da nicht rauf. Hat mir jetzt nichts gebracht. Und drauf! Den kloppen wir jetzt noch kaputt. Er hat mir das gesagt, aber ich habe ihn noch nicht freigeschaltet. Okay. Also über das Ding. War mir irgendwie fast klar. Es ist ein großer Fehler, sich mit Cocoon and Friends anzulegen. Hau sie weg, Neuer! So, ja, ich habe keine Attacke, die so erreicht. Höchstens auch nicht. Der Zug beenden. Oh, heult der kleine Viertklässler jetzt? Mikroaggression! Schlag ihn! Warte, was? Warte, was? Los geht's. Warte, was? Mikroaggression, schlag ihn? Wie durch Hinterlist. Gute Taktik, Blitzfreak. Wir furzen ihn jetzt erstmal in die Vergangenheit wieder. Warte, was? Ich kann die einfach mal hauen? Ich kann nichts machen. Ich kann den einfach mal kloppen. Weil er böse Dinge sagt. Mist. Nicht geklappt. War zu langsam. Ich bin dran. Okay. Die Nase kurz gejuckt. Das könnte jetzt ziemlich brennen. Mach sie fertig, Saftsack. Ja, würde ich auch gern. Und zwar, warte mal, wo erwischen wir die meisten? So müssten wir die meisten erwischen. Ja, ey. 4 Stück. Ne, 3 Stück. Aber reicht. Aber reicht. Sag mal, stopp. Ach, hier. Ja. Mist, verkackt. Hier stellt sich nichts in den Weg, Blitzfreak. Ha! Wehe, das landet auf meinen Schuhen. Oh oh. Ohne zu zucken, Respekt. Ich krieg grad ordentlich. Sack. Nicht übel, aber Diabetes ist zäh. Am besten das hier. Dann kriegt er nochmal einen Schutz. Der nicht so viel bringt. Bitte einmal heilen. Peng. Was? Und jetzt hat, lass mich mal kurz gucken. Rückstoß-Kombo, er ist geschockt. Die Ulti ist bereit. Ich kotze erstmal. Blitzfreak ist in den Startlöchern. Die Ulti will ich sehen. Was, du kannst nur den? Warte mal. Gehst du dahin und haust den. Peng. Ja, gute Nacht. Die Ulti von dem ist ja nicht so schön dann. Nein. Wunderarsch. Ja. Saft, gib mir Kraft. Was ist das? Achso, ja, die kennen wir ja schon, die Ulti von ihm. Ich bin nicht dafür verantwortlich, was gleich passiert. Steh auf, Wunderarsch, wir haben gewonnen.
Sterb von der Arsch, wir haben gewonnen. Das komische Pass habe ich jetzt nicht verloren, obwohl ich down war. Weil ich es einmal doch. Oh, hell, was den nächsten Heldenrang? Und neuen Artefaktplatz freigeschalten. Da kriegen wir mehr Macht. Freue ich mich ja schon richtig drauf. Warte mal. Ein guter Tag, um Diabetes zu haben. Jetzt geht's ab. Ja. Ich hab meine Pflicht getan. Nun muss ich gehen. Jesus ist da oben, wie kommen wir hier rauf? Wie kommen wir hier rauf? Wir gucken mal erstmal in den Wald. Bestimmt. Keep out. Ist was? Ich hoffe, das ist nicht wieder so ein Verlaufwald. Guck mal. Sind wir da? Wir gucken uns mal den See an. Ach, wirklich? Dieser Selbstjustizler ist kein gutes Vorbild für die Jugend. Verkneif dir das mal! Nein, ich bin eine freie Natur. Ich kann kacken, wo ich will. Wir gucken uns mal den See an. Drogenfläschchen. Wichtiger Gegenstand. Wo haben wir denn das gebraucht? Boden ist Lava. Blöd. Schauen wir mal. Wo geht's weiter? Oh, Entschuldigung. Gehen wir mal hier rüber. Hinten ist noch was, das sehe ich. Ist nicht so gut versteckt. Hier rüber. Jetzt kommen wir hier raus. Da habe ich mir gedacht, what the fuck kommt da angelaufen? Wir sind immer noch an dem See. Da rechts rum kommen wir nicht raus. Aber so wie es ausschaut, konnten wir auch nicht da runterlaufen, oder? Nee, gell? Gehen wir es nochmal. Aber er hat nicht so ausgeschaut gehabt, weil ich kein Ding nach unten hatte, oder? Oder habe ich es übersehen? Guck mal nochmal. Nein. Da war nichts nach unten. Sag ich doch. Okay, dann würde ich gerne mal darauf. Doch dieses Keep-Out-Tor. Das ist so einladend. Überall, wo man nicht rein darf, muss man rein. Ist doch ganz klar. Alles, was man nicht darf, muss man verrecht machen. So, darauf geht's. Geht's hier weiter? Umgucken natürlich. Na, geht's nicht weiter? Ja, mit dem kann ich irgendwas machen. Okay. Gesperrt. Da ist eine Tasche. Ansonsten können wir jetzt nichts. Ja, und wieder ein Kleber. Edgars Kleber. Der Edgar ist echt ein guter Kleberhersteller, hä? Wenn die Flaschen überall rumliegen. Okay, wir kommen hier nicht weiter. Wir haben den noch nicht freigeschalten. Dann gehen wir mal in die Weinbar rein. Gute Arbeit. Verkneif dir das mal. Ist das gelb? Kann ich? Ja, kann ich. Ah, geht nicht. Ich mag Leute nicht, die Selfies machen. Aber machen wir trotzdem eins zusammen, Pupsi. Ups. Hat der nicht eigentlich eine Bar, Skeeter? So bin ich jetzt. Ich versuche gerade Bräute klar zu machen. Hey, du bist berühmt. Nicht jetzt. Ich versuche gerade Bräute klar zu machen. Das wird nichts. Gehen wir da rein. Erinnerst du, als
Superman noch nicht so deprimierend war? Oh ja, ich erinnere. Oh, ich erinnere. Erinnerst du den Batman-Anzug mit Nippeln? Ich erinnere, würde ich aber lieber vergessen. Hey, ist das nicht... Nein. Es ist noch nicht Halloween. Ich habe keine scheiß Süßigkeiten. Zicke? Okay, hier kommen wir nicht rein. Wir müssen hier rauf. Aber die haben den Helden noch nicht freigeschalten. Wie kommen wir da hin? Da ist so viel Zeug, wo wir gern hin könnten. Aber ich glaube... Entschuldigung, der ist wirklich rausgerutscht. Wir müssen erstmal zu Humankind. Und dann müssen wir vielleicht noch zu dahin und dahin. Wir müssen noch ein paar Sachen machen. Da oben können wir gerade nichts machen. Das heißt, wir gehen hier zur Schnellreiseflacke. Tibi kommt angeflitzt. Ja, ist es. Hier konnte man noch nichts machen. Wo wollen wir hin? Wir müssen zu den Tweak Bros schnell reisen. Wir machen erstmal die Tweak Bros. Lieber schnell. Und hier mache ich kurze Pause, weil ich mache nur noch bis sonst in die Hose. Nicht böse, aber ich muss mal kurz pinkeln gehen. Bis gleich. Natürlich machen wir gleich weiter. So, zurück zum... Ich bin nicht im Spiel angeklickt. Ups. Zurück zum Spiel. Wir wollen hierher und müssen die Tweak Bros. Gott, was denn da für einer... Arschgeige! Ich hab diesen Ex-Freund, den ich jetzt hasse. Und der hat noch meinen Laptop. Wenn er ihn dir nicht gibt, sag ihm, dass ich die Bullen rufe. Er heißt Tweak. Du findest ihn vermutlich im Café seiner Eltern. Gib ihm das. Bang! Craigs Nachrichten. True Traitor. Gibt's als nächstes Blondchen TV? Ich will ja was machen, aber sie will ja nicht. Willkommen im Café Tweak. Was kann ich für dich tun? Ja. Klar, warum nicht? Das waren gerade zwei verschiedene Synchronsprecher. Hundertprozentig. Ich liebe handgemachte Bio-Selfies. Hast du unsere Saisonkarte gesehen? So gut wie dein Lieblingsflanellhemd, aber brandneu. Den habe ich schon. Komm jederzeit vorbei. Wir sind immer hier. Nein, das geht nicht. Nicht bevor Tweak und Craig... Komm her! Na, wie laufen die Geschmackstests? Ich will keinen Unterschied mehr! Bleib dran, wir suchen die perfekte Sonnenuntergangsmischung für dich. Was ist das? Rück mein Laptop raus, du Arsch! Oh, du arbeitest also für ihn, hä? Dann sag ihm, er kann seinen Laptop wiederhaben, wenn ich mein scheiß Meerschweinchen zurückkriege! Wir haben es gekauft, als wir zusammen waren, aber Stripe gehört mir! Ich habe bezahlt und noch den Kassenzettel! Findest du es richtig, dass er Stripe behalten darf, obwohl er mir in den Rücken gefallen ist? Sag ihm das mal! Halt's mal! Ich reiz dich! Ich furz dich an! Ich hoffe, ich krieg davon keine Infektion! Er hat kein Recht, irgendwas von mir zu fordern! Du kriegst davon AIDS. So. Was meint Tweak von wegen Laptop? Das scheiß Meerschweinchen? Ach, na gut. Du weißt ja, wo Stripes Käfig ist. Bring ihn dem Arschloch. Wenn du das Tweak gibst, dann sag ihm doch mal, dass man keine Bedingungen zu stellen hat, wenn man jemanden sitzen lässt. Kann ich von Nutzen sein? Gott sei Dank. Cartmans Haus. Das Schnellste. Zumindest habe ich es jetzt gesehen. Nutze die aktive Erholung, wenn du getroffen wirst, um dann. Achso, aktiv. Ja. Hab mich jetzt voll hergeschoben. So, wir gehen. Komm her, ich zeig dir, wie man Wheelies macht. Ich habe jetzt. Das kann ich dir besser zeigen, glaub's mir. Weiter. Viel weiter bis zu Craigs Haus. Oh, ich hatte dich doch schon alle fotografiert, gell? Deswegen habe ich da keinen Influencer bekommen. Analysieren. Übereinstimmung. Umwerfen. Umwerfen. Ein guter Tag, um Diabetes zu haben.
Peng. Okay, tschüss. Das ist was. Da komme ich durch. Rätselmeister? Okay. Ach da! Sturmhandschuhe. Könnten sogar cool sein. Wir sind ja eben so ein bisschen aufgeladen. Was war Craigs Haus? Das Graue da? Das hier? Das Braune da? Hallo, ich bin Tauli, dein Spielkumpel. Siehst du den roten Riss? Für den brauchst du eine richtig fette Explosion. Ich seh's doch schon. Analysieren. Übereinstimmung. Umwerfend. Ihr bietet zur Rettung. Aus dem Weg. Diabetes. Bis denn. So. Peng. Einmal alles nutzen, was wir haben. Flöte der Prophezeiung. Meine Flöte der Prophezeiung habe ich doch immer dabei. Falsch. Artefakte. Gucken wir uns mal die Flöte an. Da haben wir ja eh nichts besser. Ich glaube, da ist E40 schon Schluss. Weil was ist denn das? Okay. Nein. Was ist das? Kritischer Treffer und Bonus Gesundheit, okay. Würde ich ja fast sagen, das würde ich das nächste Mal nehmen, wenn wir die nächste Stufe haben und das freischalten. Würde ich das fast nehmen. Wir wissen, wo der Käfig ist. Pass mal auf hier, Artefaktsammler. Hast du in letzter Zeit mit Craig gesprochen? Er braucht momentan Beistand. Ja. Mein Schlafzimmer, hast du etwa geglaubt, dass ich die ganze Zeit... Ich bin doch kein Monster, ach. Da haben wir ja schon alles gelootet. Wollen wir echt nochmal die Häuser durchgucken? Müssten. Komm ich denn da jetzt ran? Mit Zeitfurzpause. Ich bleib zu lange in dem Modus drin, weil... Kann ich hier nicht einfach furzen? Okay, wir machen das jetzt anders da. Okay, ich komme hier nicht hin. Muss ich hier hin? Na, warte mal, wir furzen den jetzt erstmal da raus. Und von hier aus kriege ich ihn. So. Hä? Mit Zeitfurzpause kannst du Kreaturen fangen, die sich schnell bewegen. Ja! Das ist doch Zeitfurzpause. Oder nicht? Glitche den Zustand von Objekten oder Lebewesen. Ach, ich muss nur so machen.
Ja, aber jetzt kann ich den doch nicht nehmen. Mit Zeitfurzpause kannst du die Kreaturen fangen, die sich schnell bewegen. Hä? Was soll ich denn das machen? Aber ich kann ihn nicht einsammeln. Ich verstehe es ja gerade überhaupt nicht. Jetzt ist er genau bei mir. Wie soll ich denn... Mit Zeitfurzpause kannst du